Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Ich hätte es gern, wenn die beiden da jetzt mal abhauen würden. Damit ich mich an den Kartoffeln bereichern kann. Und sind das echt nur Kartoffeln, die hier zu finden sind? Wisst ihr was, auf die kann ich verzichten. Sogar dankend. Nico, komm, gib her. Ein Artefakt. Glaub mir, du machst ein gutes Geschäft. Hier, lass dich damit nicht von Carlos oder seinen Leuten erwischen. Dann übernimmst du den Laden. Ja, das mache ich. Ich werde Salty ausrichten. Er wird sich sehr freuen. Nikos Ring. Zeig doch mal her. Stärke plus 3. Wir können mehrere Ringe ausrüsten. Stärke ist sogar ganz gut. Für uns. 300 wäre mir jetzt nicht wert gewesen, aber ich kriege die Quest erfüllt und... Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Naja, und das ist halt irgendwie schon wichtig für mich, die Quest zu erfüllen. Was denn? Hin überall diese Dirren. Du, das ist gerade ganz schlecht. So, Salty wird jetzt erstmal berichtet, dass sein Fischereistand gekauft ist. Mensch, der wird sich freuen, der Junge. Nico wird deinen Laden kaufen. Das ist ja wunderbar. Er wird hier bestimmt ein gutes Geschäft machen. Und ich habe zumindest noch ein paar Goldmünzen gemacht. Danke. Hier. Die habe ich in einer Muschel gefunden, die sich in eine der Fischkisten verirrt hat. Was machst du jetzt? Ich gehe zu Patty. Auf dem Weg lasse ich mir von Nico das Gold geben und betrinke mich. Wow. Ich kann jetzt nicht. Du wirst mit dem Geld bestimmt super umgehen, mein Freund. Oh Gott, so viele. So viel Zeug. Aber es ist gar nicht so viel eigentlich. So, hier wollte ich eh noch rein. Dann kann ich mich jetzt hier mal belesen. Verloren in der Bibliothek. Ein Tatsachenbericht. Erfahrung bringt das. Na also. Perfekt, Glück gehabt. Witz erzählen, 10 Gold. Ich habe gehofft, dass wir hier vielleicht eine Karte finden oder so. Aber gut. Wenn dem nicht so sein soll, soll dem nicht so sein. So, jetzt begeben wir uns, würde ich mal, nach links in die Richtung. Ich glaube, wir haben jetzt alles gerade abgegeben, was wir da oben mal angenommen hatten. Also, was wir gerade abgeben können. Hier ist, glaube ich, einfach nur ein Rundweg, wie wir wieder in die Gosse kommen. Ich gucke mal, ob es hier vielleicht aber noch was gibt. Nö, sieht nicht danach aus. Hier einfach so ein kleiner Rumweg. Oh, hier wächst Zeug. Habe ich eigentlich gerade irgendwie da was zum Nehmen? Irgendwas zum Nehmen? Ja, das bringt Erfahrung. Und sonst ist da, glaube ich, aber nichts. Ist hier unten was? Wir sollten übrigens nicht ins Wasser gehen. Hier sterben wir. Da vorne ist auch nichts. So. Dann gehen wir doch mal hier hin. Was ist denn hier? Ach, so einen kennen wir doch. Ukos wacht über Lagerhaus. Aha. Und sonst? Alles klar bei dir, Großer? Alles klar, Boss. Ich bin zwar nicht dein Boss, aber na gut. Wie viel Fleisch kannst du essen? Viel. Einmal hat Ukos ganze Kuh gegessen, ganz allein. Aber Menschen werden böse, wenn Ukos isst ganze Kuh. Dann solltest du das lieber lassen. Ja, das stimmt. So, wir haben seine Ogerkeule. Jetzt ist er nicht mehr ganz so gefährlich. Kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Niemand ist stark wie Ukos. Aber ich dir helfe, stark zu werden. Hast du Gold? Ukos braucht Gold für Fleischerei. Zeige mir, wie man kämpft. Axt, okay. Der Oger kann wieder Axt beibringen und Stärke. Ich vermute, dass ich... Okay, nee, die haben wir gar nicht. Wo ist denn... Ist sie hier? Ja, für einen Menschen viel zu groß. Der soll hier das Lager bewachen. Wir sollten uns hier also nicht unbedingt erwischen lassen. Das wäre nicht ratsam. Wir können uns hier aber mal umsehen. Durch Schleichen ist ja genauso gut auszutricksen wie jeder andere Mensch auch. Also wie jeder Mensch auch. Und nochmal von vorne. Na also.
95 Gold? Oh, das ist sogar gar nicht mal so wenig. Schatztruhe. Gut, dass das alles Viererschlösser bisher sind. Na. Jawohl. Ich bin jetzt wirklich zu faul, vor sowas immer zu laden und dann zu speichern. Pokal, Kerzenleuchter und Illusionen erschaffen. Die sind einiges wert, sehr gut. Ich meine, das Geld kriegen wir eigentlich. Wir kriegen nie so viel, wie die Sachen wert sind. Aber, ja, mehr Wert heißt auch mehr Gold, das wir dafür bekommen. So, also, hier geht's gerade nirgends mehr raus, außer durch die Tür. Da hat uns Ukos sogar gehört auf dem Rückweg. Aber der Gute, der vertraut uns doch. Da sehe ich gerade Kräuter, die will ich haben. Und hier ist wieder ein Weg, wo wir von Ukos nicht gesehen werden. Und wie wir ins Lager kommen. Hier ist aber nicht ganz so viel. Bedauerlicherweise ist hier nur ein Schrank. Und ein rostiges Schwert. Neuen Gold und ein Knochen. Ist hier wirklich nichts mehr? Tatsächlich nicht. Dann versuchen wir uns mal da oben. Oh, er hat uns gesehen. Entschuldigung. Entschuldigung, Ukos. Ich wollte dir doch keinen Ärger machen, keine Scherereien. Okay, hier ist nichts mehr. Der Gute ist anscheinend aber auch nicht viel dümmer, viel intelligenter als die Menschen. Das finde ich sehr praktisch. Ein Batztruhe. Und nochmal von vorne. Oh Gott. Der Dietrich ist hin. Links, links, rechts. Dietrich ist abgebrochen. Gut, aber jetzt weiß ich zum Glück. Jawohl. Rüstungsplatten, noch mehr. Davon haben wir jetzt schon 5 Stück. Wie viel Dietrich haben wir noch? 8. Na, ab sofort passe ich mal ein bisschen auf und versuche vielleicht auch mal neu zu laden. Wenn ich es oft verkacke. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Hey, Ordenskrieger. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, ich würde da gerne reinkommen, weißt du? Ich habe sogar eine Idee, wie ich Ukos weglocke. Oh, ihn gleich mit. Du sollst hier nichts nehmen. Mit etwas Glück haben sie mich jetzt nicht gesehen. Durch mein geschicktes Ablenkungsmanöver. Aber bevor ich was klaue, warte ich mal. Na, okay. Und nochmal von vorne. Na, also. Habe ich jetzt wieder nicht geladen. Da bin ich zu faul für. Verdammt, er hat mich gesehen. Ja, verschwinde von hier. Ihr seid aber auch blöd. Kommt mal mit. Ich locke euch nochmal hier rein. Ganz ungeschickt. Nimm hier keine Sachen weg. So, ich würde nie was wegnehmen. Aber hier hoch gehe ich doch gerne. Darf mich nur keiner sehen. Das wäre blöd. Dann sehen wir den Rest des Hafens. Da hinten ist die Zelle. Von der wir schon gehört haben. Ganz da hinten das Erleuchtete am Ende des Stegs. Eigentlich ein ganz guter Platz für eine Zelle. Das Lager hier auszunehmen ist wirklich sehr lohnenswert. Wenn man weiß wie, geht es auch gar nicht mal so schwer. Romanovs Truhe. Davor speichere ich doch mal. Das ist zu schwierig für mich. Okay.
Ah, war das ein Wildschweinfell? So. Jetzt wird auch mal vor den Truhen gespeichert. Und nochmal von vorne. Ach komm, einmal. Das ist doch voll okay. Dafür werde ich jetzt nicht laden. Ich mache hier mehr Gewinn. Ich meine, das wäre total die Gewinnoptimierung. Die unfaire. Ah, gut, dass ich den Akrobatikring anhab. Wo bin ich denn hier gerade? Ich bin hier irgendwo eingebrochen. Aber noch hat mich keiner gesehen. Das ist alles in Ordnung hier. Ich glaube, wir sind hier in diesem Nebenlager. Das nicht von Ukos bewacht wird, aber von irgendwem anders. Ich glaube, das war ein Ordenskrieger einfach. Speicher hier nochmal. Wo waren hier die Türen? Die waren da hinten einfach, nicht? Das ist die super, dass die Schätze immer außer Sichtweite der Wachen stehen. Eine Nautilus-Spruchrolle war das, glaube ich. Ich meine, die Wachen, die sind dafür da, dass niemand ins Lager reinkommt. Wie sie damit umgehen, dass das jemand schon drin ist, das haben die auch nicht drauf. Davon gehen die aber halt auch gar nicht aus. Und darum ist deren Lager bald leer. Komme ich hier irgendwie hoch? Ich glaube, ich muss hier springen. Und dann hört er mich. Entschuldigung. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Ja, ja, reg dich mal nicht so auf, Alter. Ist ja echt unerträglich. Komm ich hier vielleicht? Da komme ich da nicht hoch. Nö, anscheinend nicht. Da kommen wir aber auch nicht da lang. Willst du der Truhe da hinten? Typen wie dich will ich hier nie... Halt! Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Und? Und ich habe schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir. Krieg ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Kommt da Rauch aus dem Lagerhaus? Was? Ein Feuer? Hey, da ist ja gar nichts. Bist du etwa betrunken? Da muss ich mich wohl vertan haben. Jetzt hat er nur einen Knüppel. Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Aha. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Kannst du vergessen. Reden wir mal über meine Belohnung. Es geht dir ums Gold? In dieser Stadt gibt es anscheinend keinen Mann mehr mit Idealen. In dieser Stadt gibt es auch anscheinend nichts umsonst. Also gut, wenn du mir hilfst, kannst du deine Belohnung selbst wählen. Nö. Tut mir leid, Gandalf. Sag ich übrigens, weil er so einen Stock hat. Ist witzig. Lach durch. Und nochmal. Nochmal von vorne. Und nochmal. Okay, da lade ich jetzt aber echt neu. Jetzt habe ich ja ganz vergessen, wo es richtig geht. Da wird uns sogar geraten zu speichern in den Tipps. Unten. Du machst dich verdächtig. Ey, Entschuldigung, ich... Blöde Kuh. Links, rechts, rechts, links. Oder links, rechts, links, rechts. Okay, na gut. Einmal Maisfalt falsch. Nein! Ach, bin so dumm. Lohnt sich das? Na, was soll's.
Er will mir aus... Nein, das habe ich geladen. Ach, ja gut. Dann spare ich halt einen Dietrich. Wow. Dafür verschwende ich Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Das wollte ich gerade nicht optimieren. Es war mehr aus Versehen. Aber jetzt mit Absicht falsch machen werde ich es auch nicht. So, der wollte uns auf jeden Fall aufs Maul hauen, wenn er uns hier drin erwischt. Raus! Mach doch. Typen wie dich will ich hier nie. Mann, ich wollte mich mit dir rumprügeln, du Arsch. Hey, warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Okay, ich wollte eigentlich nur mit dir reden. Aber du hast ganz andere Vorstellungen, worüber wir reden sollen. Komm ich da mal mit? Ich will eigentlich hier noch was klauen. Da ist er, sitzt er jetzt. Na gut, im nächsten Part geht's hier weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Die kleine Räuberaktion. Ein bisschen vorangekommen sind wir ja auch. Storytechnisch oder questtechnisch. Macht's gut. Euer Vogel. Tschüss.